dem Schloss Hyrule geht es nun also weiter in einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Es gilt weiterhin Prinzessin Zelda zu retten. Was heißt, ja, wir müssen den Zauberer aufhalten, der sich eventuell hinter diesem Durchgang befindet. Das muss aber nicht so sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt noch einen kleinen Weg vor mir habe. Wir werden es herausfinden. Nicht lange zögern. Und oh, okay, gut. Es hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt schon... Ups, ich habe noch die Laterne ausgerüstet. Es hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn wir jetzt schon zum Zauberer kommen würden. Ha. Kein Problem. So, was geht hier ab? Verdammt, ich treffe ihn nicht. Au. Oh hey, wir haben ja hier genug Krüge, die wir auf ihn draufschmeißen können. Oh, da ist ein Schlüssel. Elende Fledermaus. Ach, shit, auf die Bombe. So. Ein Herz, das nehme ich doch gern. So. Noch ein Herz. Sehr schön. So, vielleicht kann man die Steine hier ja durch die Gegend schieben. Aber es sieht nicht danach aus. Ach, hier ist auch noch ein Krug. Der Schlüssel ist unser. So. Aber es sieht nicht so aus, als wenn man hier irgendwo einen Stein durch die Gegend schieben kann. Ich meine, man weiß ja nie. Man sollte immer rumprobieren. Aber das scheint irgendwie nicht so recht der Fall zu sein hier. Okay, gut, dann durch die Tür. Please. Ach Gott. Hier sind noch mehr von diesen Rittern. Au, 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 au. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Aua, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Problem. Oh, oh. Na, warte. Ha. So besiegt mein Ritter. Oh, oh. Sieht nicht gut um mich aus. Schnell die Treppe hinauf. Oh, und hier muss ich was durch die Gegend schieben, wahrscheinlich. Jo. Ja, von hier kann ich nicht treffen. Oh, nein. Aua, das ist unfair. Oh, oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nein. Oh, weia. Ein schmaler Weg. Da komme ich, denke ich mal, nicht rüber, ohne nicht vorher den... Da ist ein Herz! Oh, ja. Yeah. Ohne vorher den Ritter zu besiegen. So. Da ist noch so einer. Oh nein. Ach, ich bin auch doof. Verschwinde! Oh, ich habe ihn runtergeschubst. Gut. Gut, gut. Weiter die Treppe hinauf. Sehr gut. Oh, hier ist ein Durchgang mit einem Auge davor. Puh. Ich denke, wir sind dem Zauberer sehr nah. Also ich denke zumindest, dass wenn ich jetzt durch diesen Durchgang gehe, dass wir ihn treffen werden. Und ja, schauen wir doch mal. Aha! Oh la la, Link! Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Hörst du das? Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Oh oh. What are you doing? Lass die Prinzessin in Ruhe! Oh oh. Er hat sich tatsächlich verschwinden lassen. Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält.
Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn... Die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Okay. Er hat Zelda verschwinden lassen und er selber ist auch verschwunden. Du mieses Schwein! Wo bist du hin? Entweder hat er sich jetzt einmal wegteleportiert oder... können wir diese Vorhänge kaputt machen? Oh, tatsächlich. Okay, dann vielleicht in der Mitte. Tatsächlich, da ist ein Durchgang. Dieser Mistkerl. Ich wette, er wartet auf der anderen Seite auf uns. Gut. Dann gehen wir doch mal durch. Hallo. Oh la la. Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern. Nichts lieber als das. Oh oh. Was kann ich vielleicht... Oh, tatsächlich. Das kommt mir doch sehr, sehr bekannt vor. Oh, verdammt. Das war nichts. Interessant. Die Technik gibt es also auch hier in diesem Spiel. Interessant zu wissen, dass sie auch noch in anderen Zelda-Spielen verwendet wird, diese Technik. Aber dann ist es das Ganze ja gar nicht mal so... Okay, das war fies. Ich stand mittendrin. Gut, dann wird das Ganze wahrscheinlich nicht so schwer sein jetzt. Aber ich denke mal, er wird schon hartnäckig sein, weil es ist immerhin der Magier, gegen den wir hier kämpfen. Oh, voll daneben. Das war nichts. Oh, oh. Aua, ich hab mich treffen lassen. Verdammt. Oh, oh. Aha. Gegen mich hast du keine Chance. Ich bin der Held der Legende. Oh, oh. Schön ausweichen. Ha. Na komm. Komm. Ach, schon wieder daneben. Ha. So ein Idiot. Ah, nein. Aua. Da habe ich geschlafen. Verdammt. Nein. Oh Gott. Habe ich geahnt, dass er das zweimal hintereinander reinsetzt? Siehste, jetzt hat er nämlich wieder diese blöde Attacke eingesetzt. Aber ich glaube, die verwendet er nicht zweimal hintereinander. Oh, ich habe ihn trotzdem noch getroffen. Cool. Ah. Das war die blöde Attacke. Aber gut. Oh la la. Das war einem Helden würdig, aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention! Was für Attention? Warum Attention? Warum redest du jetzt auf einmal Englisch? Aber gut. Vielleicht soll ich auch Attention heißen. Wie so, so Französisch oder so. Ich weiß nicht mal, ob es richtig ausgesprochen ist, aber ist egal. Ja. Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha! Oh oh. Schattenwelt? Oh bitte, ich will nicht in die Schattenwelt. Nein. Was zum... Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Sahasrala, der zu dir spricht. Sahasrala, wie schaffst du es nur immer wieder zu mir zu sprechen? Wie machst du das verdammt nochmal? Hast du irgendwie so ein... Ich meine, er muss irgendwie Telepathie oder Telekinese oder whatever. Er muss ja irgendwie sowas besitzen, weil wie kann das sein, dass er immer mit mir reden kann? Was? Aber gut... Ja, du bist es, Sahasrala, was kannst du mir helfen? Rede mit mir. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Oh oh, klingt nicht gut.
Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du 7 Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Okay, wir sind jetzt also nun in der Schattenwelt. Das sieht ja echt nice hier aus. Und wie durch Zauberhand wurden einfach mal meine Herzen geheilt. Sehr schön. Gut, wir sollen jetzt also 7 Mädchen befreien. Ich frage mich, woher Sarasrala das alles wusste. Ich meine, kann er irgendwie sowas vorhersehen? Oder hat er das in einem Buch gelesen? So von wegen, oh, ein Zauberer wird kommen und 7 Mädchen entführen und sie in Verliese in eine Schattenwelt sperren. Aber gut. Ich glaube, so manches Mal müssen wir uns gar nicht fragen, woher die Leute das wissen. Es geht nun also, hier erstmal runterzukommen. Und irgendwie spackert das gerade hier so ein bisschen ab. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Gut, gut. Weiter hinunter. So. Du elendes, was auch immer. Sah aus wie eine Pflanze, die rumhüpft. Ach, nicht die Karte. Ach, verdammt. Ja, sieht eigentlich im Prinzip aus wie unsere Welt. Nur, dass das jetzt halt die Schattenwelt ist anscheinend. Seudele. Gut, gut. Oh, da unten ist ein Herzcontainer. Nice. Den werden wir doch gleich mal einsammeln. Jetzt ist nur die Frage, hier runter jumpen oder da runter jumpen? Ich jump jetzt einfach auf der Seite hier runter. Weil ich möchte immerhin das Herzteil haben. Und da unten ist ein Schwein. Aber erstmal nehme ich den Herzcontainer mit. Oh, ist ein Herzteil gefunden. Yay. Mir fehlt nur noch ein Herzteil, damit ich noch ein weiteres Herz bekomme. So. Oh yeah. Oh yeah, hier sind irgendwelche Viecher, die mit Bomben werfen. Hey, hör auf hier mit deinen Bomben rumzuwerfen. Das ist gefährlich. Ach, die Teile sind hartnäckig. Ups. Erstmal wieder daneben schießen. Das kann Sakko ja besonders gut. Ja, also. Meine Güte, ist der hartnäckig, ey. So, jetzt gehe ich noch mal kurz hier rauf. Ah, hier kann ich was freispringen, so wie es aussieht. Ja, natürlich möchte ich weiterspielen. Was denkst du denn? In Deckung gehen. Oh, doch nicht. Ich dachte, das könnte man hier vielleicht freispringen. Da komme ich auch nicht durch. Wie komme ich denn da hin? Merkwürdig, merkwürdig. Ich hätte jetzt echt gedacht, das könnte man freispringen. Hm. Und wie zur Hölle komme ich da bitte durch? Komme ich da ja irgendwie später hin oder so? Oder von hier unten? Ups, jetzt habe ich hier lauter Bomben geworfen, die ich eigentlich gar nicht werfen wollte, aber gut. Kapiusch! Na super. Okay. Hm, wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die gute Frage. Da hoch, da runter, wie auch immer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich. Weil ich weiß es leider nicht. Pass auf, hinterher ist es eigentlich total einfach. Nur ich komme nicht drauf. So. Was ist denn für ein Viech? Bam! Oh, gleich 8 Bomben. Oh, yay.
oh, oh. Verdammt. Okay. Da geht's also nicht runter, also muss ich doch in diese Richtung. Lauf, Link, lauf! So, was steht auf diesem Schild? Ja, nee, dachte jetzt, er springt es weg. Ups. Ich sollte wohl lieber Pfeil und Bogen wieder ausrüsten. Oh, meine Güte. Oh Mann. Oh, ein Totenschädel. Oh mein Gott, ein Totenschädel, der sich bewegt. Aber das ist ja in Zelda eigentlich nichts Neues. Ich wollte eigentlich nur dieses Schild hier lesen. Das Schild lesen, nicht die Karte öffnen. Oh. Palast der Dunkelheit. Ah, okay. In diese Richtung. Das heißt, ich bin in der richtigen Richtung. Hier. Okay, hier ist weiter nichts. Oh, hier geht's noch hoch. Und noch so ein elendes Schwein. Und noch so ein elendes Schwein. Ich weiß, ich wiederhole mich. Hm. Das. Oh, das kann ich hochheben. Gut zu wissen. Oh. Der lebt. Er ist lebendig. Oh mein Gott. Au. Ey, hör auf mit dem Blödsinn hier. So. Oh, da ist ein Häuschen. Schauen wir doch mal, wer dort lebt. Vielleicht ist da jemand, der mir helfen kann. Rupis, immer damit. Hallo? Oh. Nee. Also das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Oh mein Gott. Okay, das kann ich nicht bewegen. Immer her mit den Rupies, ich nehme sie gern. Ah, oh, nein. Hm. Ja, ein paar Rupies sind hier drunter. Immer schön weiter Rupies sammeln. Die brauche ich noch für später. Ey. Ey. Hat der mich von da hinten getroffen? Und super. Zielen will gelernt sein. Oh, schön. Oh, oh. Oh nö, noch so ein Blödmann. Eine Bombe kannst du dir sparen. Idiot. So. Ach Mensch, wieso krepeln denn das heute so ab hier? Ist ja furchtbar. Das soll heute irgendwie nicht sein. Ew. Yeah. Haha. Ich bin unbesiegbar. Nein. So unbesiegbar auch wieder nicht. Okay. Ah, nein, noch so einer. Okay, da komme ich nicht durch. Teich des Unglücks. Ja gut, zum Teich des Unglücks will ich jetzt eigentlich gar nicht. Also sollte ich vielleicht erstmal wieder zurückgehen. Denn wir wollen ja eigentlich zum Schloss der Dunkelheit gehen. Genau das wollen wir tun. Also muss ich jetzt erstmal wieder zurück. Da kann ich ja später noch weiter erkunden.
Und du geh gefälligst aus meinem Weg. Ich muss hier lang. Ich muss immerhin die 7 Mädchen retten. Boah, was zum... So. Dann muss ich erstmal hier wieder durchkommen. Und das ist alles mal gar nicht so einfach. Oh, oh. Du da Schweinepriester. So. Lauf. Ich will doch nur zum Schloss der Dunkelheit. Oh. Oh, jetzt geht's mir nicht mehr ganz so dreckig. Ein bisschen. Ja, super. Gleich die... Die Herzen wieder in den Wind geschossen. So. Oh, ich hab keine... Keine. Oh, oh. Keine Pfeile mehr. Ach Gott. Wieso? Was? Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Oh, oh. Es sind so viele. Nein, geht alle weg. Ich bin bewaffnet. Aber das juckt die weniger. Die greifen mich trotzdem an. Lauf! Vielleicht sollte ich doch wirklich nochmal die Karte aktivieren. Okay, ich denke mal da, wo dieser Kristall oder ist, oder was das ist, da oben, da muss ich wahrscheinlich hin. Denke ich mir. Ja, das sieht gut aus. Wir sind weiterhin auf dem richtigen Wege. Und ich muss irgendwie diese Gegner abschütteln. Nein, lass mich zufrieden. Ich will das nicht. Geht weg. Oh, super. Und da bin ich tot. Aber ich habe ja noch eine Reservefee, die mir hilft. Vielen Dank. Arigato. Du bescheuertes Mistvieh, ey. Schon wieder so ein Einäugiger. Hm. Ach, ich mag diese Musik von der Schattenwelt irgendwie. Okay. Komme ich hier nicht weiter? Kann ich hier durch? Oh, oh, oh. Hallo, ist hier irgendwas? Da geht's nicht weiter. Das ist sehr gut. Kann ich vielleicht hier irgendwie durch? Was soll denn hier sein? Hier ist anscheinend gar nichts. Oh, doch, hier geht's raus. Ach, schön. Durchgänge. Durchgänge. Okay, okay. Ich muss wahrscheinlich da irgendwie hinkommen. Nur die Frage ist, wie komme ich da hin? Oder mehr besser gesagt, da oben irgendwo hin. Kann ich nicht dich gegenschieben? Aber da ist ein weiterer Durchgang. Dann gehen wir doch hier mal durch. Oder ich versuche es zumindest. Ich will hier durch. Oh. Okay. Aber hier muss es doch irgendwo weitergehen. Anscheinend nicht. Obwohl, da ist ein Durchgang, wo ich noch durchgehen kann. Tada! Und da ist wieder so ein elendes, ich weiß nicht was, Pflanzendingi. Das hört sich an, ein elendes Pflanzendingi. Da ist noch ein Durchgang und hier ist noch so ein Teil. Und da ist ein weiterer Durchgang.
Und da ist noch ein Durchgang. Mensch, hier kann man sich ja gar nicht entscheiden, wo man zuerst durchgehen soll. Wobei das, denke ich mal, relativ ist. Gut, dann gehen wir eben da hinten durch. Hui! Hui! Oh. Hier komme ich jetzt nicht durch. Ah, dann war das wohl wahrscheinlich der falsche Durchgang. Dann muss ich wohl wahrscheinlich doch irgendwo hier durch. Wo zur Hölle bin ich? Wie komme ich hier durch? Ah, okay. Ja gut, diese Muster hier, die helfen mir, glaube ich, so ein bisschen, hier durchzukommen. Ha, tatsächlich. Und was? Wer bist du denn? Wo kommst du denn jetzt her? Ich bin Kiki, der Affe. Rubine liebe ich über alles. Schenkst du mir 10 Rubine? Wenn es unbedingt sein muss. Dankeschön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Und was habe ich davon, wenn du mich begleitest? Dumme Affe. Aber gut. Ich meine ehrlich. Jetzt, was habe ich davon, wenn er... Ja, super. Ui. Super. Klasse. Ganz toll. Game over. Oh yeah. Oh, toll, jetzt müssen wir von hier oben wieder starten. Ja, gut. Ich würde sagen, das war es dann erstmal von dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir dann weiter die Schattenwelt durchqueren werden. Also, Leute, seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ciao!